Hallo und willkommen zurück zu Lufia. Nach der langen Pause bin ich wieder froh, dass ich euch auch mal wieder was an Lufia zeigen kann. Hatte ja jetzt schon eine längere Aufnahmesession von Alundra gemacht, die irgendwie etwas sehr extrem lange geworden ist. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht die Zeit aus den Augen verliere. Letztes Mal waren wir hier nur, glaube ich, in die neue Stadt reingegangen. Ich glaube aber, wir hatten noch keinen NPC angesprochen. Daher werden wir das jetzt mal nachholen. In Tanbel sind wir. Die Monster waren schon einmal in der Stadt. Guy hat sie alle erledigt. Ah, okay, doch, hier waren wir schon gewesen, glaube ich. Ich glaube, die Zauber hatten wir alle. Ah, genau, stimmt. Außer Konfusion, da fehlt uns, glaube ich. Nee, fehlt uns nicht das Geld. Okay, jetzt haben wir alle Zauber. Dann habe ich einen Zauber vergessen zu holen. Ich werde Guy heiraten, wenn ich groß bin. Das bringt Liana mir immer diesen leckeren Tee aus Tarika. Dieser Tee ist ein wahrer Jungbrunnen. Ja, da haben wir ja vorher schon eine Quest mitgehabt. Wir haben ja den Weg wieder bereitet, dass der Tee auch wieder gebracht werden konnte. Rechts war ein Ausgang. So ein netter Kavi-Guy findet man selten, so stark und barmherzig, wenn ich nur etwas jünger wäre. Lamento liegt hinter dem Turm im Südosten. Dort gibt es einen Mann, der tolle Sachen herstellt. Okay. Oh, hier haben wir einen Itemshop. Alles ein Sonderangebot. Da wollen wir mal schauen. Locktropfen, was können die denn? Erhöht Abwehr während des Kampfes für kurze Zeit. Klingt gar nicht mal so schlecht. Aber wir lassen es erstmal weg. Mal sehen, was will unser Kapselmonster denn gerne? Holzhelm haben wir gerade nicht. Hier ist auch noch ein Shop. Da hier immer mehr Monster auftauchen, habe ich von Guy das Kämpfen gelernt. Ah, da ist der Rüstungs- und Wappen-Shop. Okay, das wäre eigentlich was für sie, weil sie auch keine negativen Effekte dadurch hätte. Das Cookie wäre was für ihn. Okay, also wir müssten auf jeden Fall noch 2700 Goldmünzen zusammenkriegen, aber ich denke mal, das kriegen wir mit der Zeit so zusammen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Das wird, weil ich denke mal, bei der Quest machbar sein. Bei dem alten Shop waren wir. Hey Maxim, machen wir ein kleines Match? Ja. Der Bessere soll gewinnen. Das kann eigentlich nur ich sein. Du scheinst wirklich ein starkes Selbstbewusstsein zu haben. Zeig, was du kannst. Geil. Was ist denn? Gerade geht der Spaß erst richtig los. Geil, Monster, die Stadt ist voller Dämonen. Wie bitte? Ich glaube, da müssen wir wohl ein bisschen aufräumen. Was zum... Bist du der stärkste Mann in der Gegend? Wer bist denn du? Das geht dich ja mal überhaupt nichts an. Doch, du wirst mich noch kennenlernen. Geil, lass uns das Spiel verschieben. Zunächst sollten wir den Kerlen zeigen, was Sache ist. Hübsche Idee, wir vermöbeln das Pack. Ah, Bossmusik, beste. Na, machen wir erstmal so einen Angriff. Mal sehen, ob das was bringt bei denen. Das sieht mir noch mal nach einem neuen Charakter für uns aus. Hoho. Die Kopfnuss hat aber reingehauen. Ja, das war überhaupt kein Problem für uns. Die machen wir platt.
Ja, das war ein kurzer Kampf. Ist das alles? Recht einfach. Huch, Männer, haut sie weg. Du bist der Nächste. Donnerköttel, ich komme wieder. Okay. Kleine Unterbrechung. Also, bist du bereit? Hey, Leana wurde von irgendeinem Verrückten entführt. Was? Leana? Dieser Schuft. Er verschwand zum Turm im Südosten. Danke. Ich begleite dich, Guy. Verwimmelt ist von Monstern eigentlich viel zu gefährlich, aber nicht für dich. Auf geht's. Leana wird doch unversehrt zurückkehren, oder? Der Typ verschleppte Leana zum Südostturm. Ja, da werden wir auch natürlich sofort hingehen. Und ja, wir haben einen neuen Charakter in der Gruppe. Mit einem ziemlich guten HP-Wert, wenn ich das mal so sehe. Na gut, wir haben noch Magieangriff. Der hat auch verdammt hohen Angriffswert. Aber der scheint keine Magie zu können. Das scheint wirklich ein reiner Hau drauf zu sein. Soll mir recht sein. Leana wurde in den Turm verschleppt. Ein ganz schrecklicher Ort. Jetzt muss man natürlich gucken, dass wir mehr Geld kriegen, weil jetzt muss man drei Leute ausstatten. Das heißt natürlich, wir werden jeden Gegner mitnehmen. Wir brauchen nämlich dringend Kohle. Zauberkrug erhalten. Mal wieder etwas für die Magie aufzuladen. Okay, können wir gerade keine Skills benutzen. Bei ihr Aura-Schuss, Speedy. Abo wert ab. Sollte lieber angreifen. Aber wie wir sehen, kommt noch ein Charakter später dazu. Weil ein Feld ist ja noch frei. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen umsehen, weil die Karte hier haben wir noch nicht erkundet. Sparen uns mal ein bisschen die MP, wir haben nicht, sowieso nicht so viel davon. Müssen wir mal zwischendurch mal gucken, ob unser Fumi was fressen will. Okay, da kamen wir her. Okay, ganz schön robust die grünen Blobs. Mal ein bisschen Position tauschen, weil ich sehe gerade, Guy steht da relativ weit hinten und als Nahkämpfer müsste eigentlich eher weiter nach vorne. Aber der kann ja nicht zaubern. Und sie ist ja im Allgemeinen eher Zauberin.
weiß jetzt zwar nicht, ob das so viel Einfluss darauf hat, aber von den Positionen her sah es so aus, als würde er zu weit hinten stehen. Wir werden dann auch noch mal kurz in die Stadt gehen, das Inn benutzen. Das hatten wir nämlich, glaube ich, beim letzten Mal nicht genutzt. Sieht zumindest stark danach aus von der Mana, von der kleinen Tier her. Auch ganz gut Gold. Okay. Können wir das eben nicht benutzen? Wenn Leanne was passiert, dreht gleich durch. Das wurde noch gerade gesagt. Ein Verrückter hat Leanne entführt. Rette sie. Doch wenn du müde bist, dann ruhe doch zuerst etwas. Okay, gut. Also wir dürfen hier momentan kostenlos schlafen. Das ist nicht verkehrt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Waffenhändler. Ich meine nämlich, Guy könnte eine bisschen bessere Waffe gebrauchen. Gab es die Items? Hier muss mein. Ah, können wir uns gerade gar nicht leisten. Aber wir können unsere Tier mal noch ein bisschen ausstatten. Haben wir denn noch irgendwas, was wir verkaufen können? Theoretisch, aber wir haben ja da so ein alles fressendes Kapselmonster und ich denke mal, wir heben uns lieber die Sachen auf, wenn wir unser Kapselmonster zwischendurch mal füttern müssen. Okay. Die kämpfen wir jetzt aber alle im Nahkampf, weil ich denke mal, das bringt nichts, wenn wir unsere Magie schon verschwenden und wir gleich hier in den Tempel rein müssen. Aber die halten natürlich jetzt eine Menge aus. Okay, Guy scheint eine Art Gegenangriff zu haben, das ist natürlich nicht verkehrt. Wasserfontäne. Okay. Ist nicht schlecht, der ZP-Angriff, aber ist ein Level gestiegen, sehr schön. Nee, da waren wir eben, da war nichts. Immer diese Kopfnuss von unserem Arbor, der haut richtig rein. Schade, dass man nicht selber sagen kann, welche Angriffe gemacht werden sollen. Und unsere Tier war das, glaube ich, gerade. Die hat auch fast wieder ein Level up. Okay, da ist ein Turm und hier unten ist nichts. Okay, also in die Richtung müssen wir. Macht halt immer noch relativ wenig Schaden, leider. Also Tier ist wirklich rein eher für Zaubern gedacht. Um Schaden her. Leider sind die MP relativ knapp. Also wir müssen schauen, dass wir irgendwie ein bisschen was an Mana bekommen. Zumindest was Potion und so was angeht.
Südostturm von Tumble, Erdgeschoss. Okay. Wir werden natürlich hier die Gegner alle platt machen. Einfach aus dem Grunde, wir brauchen das Geld. Einer weniger. Ja, Maxim ist irgendwie so beides, Angriff und gleichzeitig Zauber. Allerdings so Zaubertechnik ist er jetzt nicht so gut. Oh. Oh, okay, also hier lohnt sich richtig Geld zu machen. Die geben über 400. Wir haben hier zwei Türen zur Wahl. Ich würde sagen, wir gehen erstmal links rein. Okay, das sieht mir nach einem Schieberätsel aus. Gucken wir mal in den mittleren Weg, ob wir da reinkommen. Also wir haben mehrere Möglichkeiten. Aber hier in der Mitte scheint der Weg blockiert zu sein. Das kann sein, dass wir den Weg erstmal frei machen müssen. Also auf dem anderen Raum. Der macht halt nicht wirklich gut Schaden, der Maxim. Gehen aber richtig gut Geld und XP. Okay. Okay, gut, also wir müssen links rein. Hier ist gar nicht so viel Wahl, wie ich dachte. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Also wir brauchen unten den Bottich, damit wir auch in die Tür reinkommen. Ich guck mal, wie viel Schaden Sturm macht an denen. Huch. Ah, nicht so toll. Na, Schaden überzeugt mich jetzt gerade nicht ganz so von den Zauber her. Aber der Nahkampf-Damage von ihr ist auch nicht unbedingt toll. Okay, einzelne Gegner kann ich relativ gut ausschalten, aber so in Masse. Ich muss mal gucken, wie ich das am Ende mache. Also noch so eine 100% Lösung habe ich jetzt noch nicht gefunden. Okay, hier unten ist wieder eine Tür. Und ansonsten ist hier anscheinend nichts wirklich außer der eine Gegner. Aber wir haben ja schon öfters gesehen, dass es auch geheime Wände gibt. Ich probiere das mal jetzt mit Tropfen, wie der Schaden ist, und einmal mit Funke. Ich weiß auch noch nicht, welches Element hier am meisten Damage macht. Okay. Also Funke war jetzt nicht schlecht. Tropfen ist... Okay, kann man vergessen. Okay, gegen Skorpion war es jetzt auch nicht so schlecht, aber im Großen und Ganzen... Mal schauen, ob wir das jetzt alles in einem Part schaffen oder ob wir mehrere Parts brauchen.
ihr bekommt so oder so zwei Parts. Okay, also ich denke mal, wir müssen hier alle Gegner killen. Okay, das war jetzt nicht so toll. Leider ein Kobold geflüchtet. Wir haben ein Kurzschwert bekommen. Apfelsaft haben wir gerade nicht. Okay. Ah, okay, der hat gerade noch nicht mal einen Helm gehabt. So vom Schaden her ist alles schlechter. Gut. Okay, perfekt. Die sehen mir jetzt so ziemlich nach Feuerdämon aus. Probieren wir es mal. War nicht so toll der Schaden. Okidoki. Da sind immer noch so leichte Probleme anscheinend, so vom Ton her. Tut mir leid, wenn es dann so zwischendurch mal so Ruckler gibt anscheinend. Ich habe leider aber auch immer noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Richtig gute Erfahrungspunkte hier und richtig gut Gold, was sie droppen. Okay, wir sind jetzt außerhalb vom Turm. Scheint aber sonst nichts zu sein. Die Platten sind bestimmt noch für irgendwas gut. Ah, okay. Gut, macht Sinn. Giftechse, das sieht mir nach einem Gegner aus, der bevorzugt gekillt werden sollte. Die machen wir jetzt mal schnell einzeln platt. Die sehen mir nämlich nicht so aus, als ob die so nett sind. Gut, dann können wir uns jetzt um die anderen kümmern. Also man sollte natürlich in jedem RPG immer schauen, dass man zuerst die Gegner platt macht, die irgendwelche Statusveränderungen machen, weil das kostet nämlich am meisten Items. XP-technisch haben wir hier gerade überhaupt keine Probleme. Also hier müssen wir anscheinend wieder darauf achten, auf das Symbol. Ups, da war ich noch falsch rum. Na gut. Maxim darf auch mal zaubern.
Ja, wir haben jetzt schon über 4000 Gold, das ist schon sehr ordentlich. Ob wir das nochmal in die andere Richtung schieben können? Ah, okay. Da haben wir noch einen Weg nach oben. Ja, das ist vom Schaden her echt sehr wechselhaft hier. Das ist gar nicht so einfach mit so vielen gemischten Elementen, also offensichtlich gemischte Elemente, da das Richtige zu finden. Im Optimalfalle killt man die Gegner einzeln. Also auf jeden Fall gemerkt haben, dass die komischen Stachelviecher da, also diese Igel-ähnlichen, anscheinend schwach sind gegen Feuer. Allerdings sind die Skorpione dann eher schwach gegen Wasser. Okay, unser Abo ist nicht vergiftet worden, das ist gut. Ach, 160 Goldmünzen, ein Gegner, das ist schon echt ordentlich. Mal sehen, wen Arbor sich gleich vornimmt. Ah, schade, hätte Arbor den anderen attackiert, hätten wir jetzt eine Runde gespart. Und er hat wieder ein Level Up, sehr schön. Die ganze Zeit nur Federwesten fressen. Haben aber gerade keine. Okay, hier scheint nur ein Raum gewesen sein mit einem einzelnen Gegner und sonst geht es hier nicht weiter. Wir müssen ja alles kontrollieren. Alleine wegen der ganzen versteckten Wege. Skelette, da gehe ich mal stark davon aus, dass sie wohl eher gegen Feuer schwach sind. Jupp, eindeutig, also bei so vielen Gegnern dann noch einen so hohen Schadenswert. Also sie haben eindeutig eine Schwäche gegen Feuer. Sorry, der Krankenwagen. Aber momentan bei der Hitze kommt es ja häufiger mal vor, dass Leute umkippen. 600 Erfahrungspunkte, das ist richtig gut. Also ich glaube, hier kriegen wir jetzt ordentlich einen Levelschub dazu. Ups, war der falsche Zauber. Okay, wir haben links eine Tür, wir haben unten eine Tür. Okay, das scheint ein Rätselraum zu sein. Gucken wir mal hier unten. Okay, scheint auch ein Rätselraum zu sein. Gehen wir erstmal hier rein. Okay.
gehe mal zumindest davon aus, dass es so funktioniert, weil ich denke mal nicht, dass sie die umsonst vorgeführt haben. Perfekt. Ah, hier würde es weiter nach oben gehen. Es könnte sein, dass das andere optional war. Da werden wir nochmal prüfen gehen. In der ersten Etage kam man ja definitiv nicht weiter, da war ja alles zu. Wir werden auch gleich den Cut machen, weil ich sehe nämlich gerade, wir haben schon eine relativ gute Zeit zusammen. Ich will auch nicht wieder so übertreiben. Das war nämlich bei der letzten Aufnahme etwas zu viel des Guten. Wenn ich mal so richtig gesehen habe, waren wir ja teilweise bei einer Stunde. Das war dann auch nicht ganz so geplant. Okay, die machen nicht mehr so viel Schaden. Geben aber noch gut XP und gut Geld. Okay. Moment, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir die brauchen. Na komm. Okay, anscheinend doch nicht. Aber für irgendwas ist das gut. Die Frage ist für was. Wir haben ein Schild bekommen. Ah. Okay, da geht es also auch noch weiter. Also wir haben hier zwei Wege und dann noch einen weiterführenden Weg. Das sieht mir nicht so optional aus gerade. Na komm, 5 Minuten machen wir noch. Und dann würde ich sagen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall da, kriegt ihr ja noch eine zweite Folge. Ihr habt ja jetzt sehr lange darauf gewartet. Vielleicht mache ich auch den Dungeon jetzt noch komplett, dass ich da mehrere Folgen aufnehme. Die werde ich aber nacheinander hochladen. Aber ihr seht das dann ja. Die nächste fangen wir dann auch an mit dem kleinen Let's Show. Beziehungsweise jetzt das Wochenende schon. Bin ich ja mal gespannt, wie das ankommt. Wenn es euch gefällt, machen wir auch mehr davon. Okay, hier wird es auch nach oben gehen. Puh, es ist echt gerade nicht einfach mit der Entscheidung, wo wir weitermachen. Das ist gerade sehr verwinkelt. Gehen wir jetzt einfach mit normalen Angriffen. Wir haben nämlich fast nichts mehr an Mana. Geil, mal eben fast 200 HP, also der ist richtig gut dabei. KP. Was gibt's? Aber stimmt, wir haben ja noch ein Schild bekommen.
können wir mal gucken, ob das eventuell sogar besser ist als das, was wir haben. Es ist sogar besser. Okay, da würde es halt nach oben gehen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns erstmal da hinten um. Die Skelette killen wir aber. Die geben... Okay, es war eins. Aber die geben richtig gut XP. Jetzt sehen wir auch mal, was sie pro Gegner geben. ...150 Erfahrungspunkte und droppen auch noch Holzschilder. Die nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Okay, also die Rätsel müssen wiederholt werden, ist aber nicht schlimm. Das machen wir schon. Das ist ja jetzt auch eine Sache von 5 Minuten mit dem Rätsel. Das ist ja jetzt nichts Schweres. Gucken wir, würde ich sagen, erstmal nach oben. Und dann machen wir erstmal einen kleinen Cut und machen beim nächsten Mal weiter. Könnt ihr gerne mal runterschreiben, wie euch so bis jetzt das Let's Play gefällt. Ich habe ja schon ein paar vereinzelte Kommentare gelesen gehabt. Und was ihr so im Allgemeinen so vom Spiel haltet. Also ich finde es ein richtig tolles RPG bis jetzt. Und ich bin echt froh, dass ich es jetzt endlich mal durchspiele, auch im Rahmen eines Let's Plays. Und ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass ich alles mitnehme, was man mitnehmen kann. Kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere übersehe, weil es ist halt ein Blind-Projekt. Da weiß man nie alles auswendig. Ist auch was schwer. Ah, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch hier den perfekten Raum, um einen Cut zu machen. Dann sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lufia.